mir die Uhr? Ich übernehme. Sehen Sie her, hierher. Da ist all Ihr großer Kummer, Ihr Trauma und Ihre Verbitterung. Und jetzt ist es meins. Sie ist weg? Nein, sie ist nicht weg. Nicht für mich, weil die Mumie denkt, ich bin sie. Starten Sie die Uhr. Hallo. Ich bin so froh, dich endlich zu sehen. Ich bin der Doktor und heute Abend dein Opfer. Bist du meine Mumie? Du kannst mir nichts tun, bis meine Zeit kommt, glaub ich. Gibt es einen Zauberspruch? Irgendwas, das dich zum Stillstand bringt? Oh, sie haben ihre Grandma echt gehasst, was? Ich erkenne was unter den Bandagen. Übrigens, sie waren nicht paranoid. Sie hat tatsächlich ihr Pony vergiftet. Buchstaben wie in dieser Rolle. Oh, ihr Vater. Entschuldigung. Was? Also ein zerfleddertes Stück Stoff auf Holz. Dafür würdest du töten. 30 Sekunden. Hört sich nicht nach einer Schriftrolle an, sondern nach einer Flagge. Und wenn das deine Flagge ist, dann heißt es, du bist ein Soldat. Verwundet. In einem vergessenen Krieg. Das war vor vielen tausend Jahren. Aber sie haben dich wieder hergerichtet, Junge. Und jede Menge Zeug eingebaut. Phasentarnung, echte Spitzentechnik, personalisierter Teleporter. 10 Sekunden. Und all die Technik in dir verhindert, dass du sterben kannst. Ja, für dich endet der Krieg niemals. Sie lässt dich nicht aufhören, bis der Krieg zu Ende ist. Wir ergeben uns. Und null. Ich kann sie wieder sehen. Schon okay. Wir können sie alle sehen. Soll ich die Uhr starten? Nein. Läuft nicht mehr. Von der Pflicht entbunden, Soldat.